Wenn du mehr Erfolg mit Frauen haben willst, dann hör endlich auf, die Frauen zu beeindrucken oder die Frauen beeindrucken zu wollen. Und um dir zu zeigen, was das genau bedeuten kann, Frauen beeindrucken, wie das aussieht, wie viele Männer das machen, habe ich dir heute ein Textbeispiel eines meiner Coaching-Teilnehmer mitgebracht, das ich zusammen mit dir analysieren werde. Viel Spaß beim Video. So, schön, dass du wieder da bist. Wie gesagt, es geht heute um das Thema, hör auf, die Frau zu beeindrucken oder beeindrucken zu wollen, denn wie gesagt, das ist einer der häufigsten Fehler, den Männer, mit denen ich zusammenarbeite, machen oder den Männer da draußen allgemein machen. Es geht mehr, und das habe ich öfter schon mal gesagt mit folgendem Satz, es geht mehr darum, sich auszudrücken statt zu beeindrucken. Ausdrücken statt beeindrucken. Diesen Satz hast du vielleicht schon mal gehört, wenn du meine Produkte kennst, bei mir im Coaching warst oder regelmäßig meine Videos schaust. Jetzt hat mir ein Coaching-Teilnehmer eine Nachricht geschickt, die ihm eine Frau geschickt hat, die er gedatet hat. Und anhand dieser Nachricht möchte ich einmal durchgehen, was es damit auf sich hat mit diesem beeindrucken wollen, wie das aussehen kann und wie dann auch die Frau darauf reagiert. An dieser Stelle muss ich einmal sagen, toll, dass die Frau ihm Feedback gegeben hat und ich erwähne das hier nochmal, wenn Frauen dir Feedback geben, dann hör genau zu, denn das ist unter Umständen sehr wertvolles Feedback. Manche Frauen tun sich schwer damit, Sachen genau auszudrücken. Es kann auch unhilfreich sein, wenn sie nicht in der Lage ist, dir klar zu sagen, was das Problem war, aber es kann sehr hilfreich sein. Deswegen hör einfach zu, pass auf und lerne was aus dem Feedback der Frauen. Frag sie auch gerne nach ihrem Feedback, nach dem Date, gerade wenn es vielleicht gefühlt nicht so gut lief. Das ist immer sehr hilfreich. Also, ich blende dir jetzt hier und rücke ein bisschen rüber die Nachricht hier ein. Du kannst sie quasi da mitlesen. Ich lese sie aber auch laut vor und wir gehen das Ganze mal zusammen durch. Also, sie schreibt ihm nach dem Date. Hey du, hab den Abend gestern nochmal in meinem Kopf durchgespielt bzw. Revue passieren lassen. Kann sein, dass du ein ganz netter Typ bist, aber ich fand das dann doch ein bisschen zu monoton bzw. einseitig von dir. Ich kam mir vor, als würdest du dich mir vorstellen bzw. wie in einem Vorstellungsgespräch von deinen Stärken und Schwächen reden. Wie wenn du das alles schon 100 Mal gemacht hast. So. Und hier sieht man es ganz klar. Also sie gibt mir ja genau dieses Feedback, ein wirklich wertvolles Feedback. Cool, dass sie vorher das gemacht hat an dieser Stelle. Sie fand das Ganze ein bisschen zu monoton bzw. einseitig von ihm aus. Da habe ich mit ihm im Coaching schon öfter darüber geredet, er tendiert halt dazu, sehr viel von sich zu erzählen, weil er so dieses Gefühl hat, er müsste die Frau beeindrucken, müsste der Frau erzählen, guck mal, das sind meine Stärken, das habe ich drauf, das habe ich schon alles erreicht in meinem Leben, aber hier, damit du mich auch menschlich wahrnimmst, habe ich auch noch ein paar Schwächen für dich, die ich dir vorstellen möchte. Und sie sagt es oder schreibt es ja auch genau hier so, ich kam mir vor wie in einem Vorstellungsgespräch, als würdest du dich bei mir vorstellen, bei mir bewerben. Und nichts kommuniziert mehr Neediness, mehr Bedürftigkeit, als wenn du die ganze Zeit versuchst, eine Frau zu beeindrucken. Weil das sagt ja einfach nur, oh mein Gott, die Meinung, die du von mir hast, ist mir so wichtig, dass ich jetzt alles dafür gebe, dich zu beeindrucken. Ich verändere sogar vielleicht Dinge oder ich verstelle mich sogar ein bisschen, damit ich dich beeindrucken kann. So wenig wert ist mir meine eigene Persönlichkeit oder so wenig Selbstvertrauen habe ich auch in mich selbst und meine eigene Persönlichkeit. Und das ist natürlich was, was für Frauen nicht besonders gut ankommt, denn, das habe ich schon öfter in Videos gesagt, du willst sie nicht bei der Frau bewerben, sondern es ist quasi so eine gegenseitige Bewerbersituation im Sinne von, hey, wir gucken, wie cool wir uns finden, ich gucke, ob mir die Frau gefällt, sie guckt, ob ich ihr gefalle, aber es sollte nie so sein, dass die Frau das Gefühl hat, oh mein Gott, der bewirbt sich jetzt hier bei mir. Wie, als wenn du alles schon 100 Mal gemacht hast. Das ist auch so eine Sache, die dann dazu kommt. Sie hatte den Eindruck, das macht er irgendwie mit jeder. Und das liegt daran, dass er wirklich so eine Art, jetzt in diesem speziellen Fall, wirklich so eine Art Masche hat, die er immer wieder abzieht. Das haben viele Männer da draußen und davon rate ich sehr stark ab. Mache das selber auch nicht. Das heißt, wenn ich auf eine Frau zugehe oder eine Frau kennenlerne, dann gehe ich immer rein mit, okay, ich habe keine Ahnung, was ich sagen werde. Mal schauen, was diesmal dabei rauskommt. Es kam mir vor, als hätte er schon 100 Mal gemacht. Dieser Eindruck entsteht auch dann relativ schnell, wenn du halt zu viel redest. Also er redet immer so 80%, sie redet 20%. Und das ist auch der Tipp, den ich ihm gegeben habe. Ich habe ihm gesagt, lass sie mehr reden, frag sie mehr Fragen, lass sie den Hauptteil des Redens machen. Es ist gut, wenn die Frau viel redet, denn das bedeutet einfach nur, dass sie sich dir öffnet und dass sie dann eine stärkere Verbindung zu dir aufbaut und das Gefühl hat, hey, sie hat da echt eine Connection mit dir, weil sie hat dir ja auch schon viel von sich preisgegeben. Natürlich sollst du auch was von dir erzählen, damit eine gegenseitige Connection aufgebaut werden kann. Das ist ja ganz klar. Aber es ist wichtig, dass du auch die Frau viel reden lässt. Ich sage da immer 80-20, vielleicht ist 70-30 ein bisschen realistischer. Sorg einfach dafür, dass die Frau viel von sich erzählt und sorg aber auch dafür, dass sie dich ein bisschen mitbekommt, ein bisschen das Gefühl dafür bekommt, wer du eigentlich bist. Und sonst hast du nämlich dieses Problem, wenn du die ganze Zeit redest und immer wieder das Gleiche erzählst, immer wieder deine einstudierten Sachen erzählst, das sind meine Stärken, guck dir an, wie cool ich bin, dann hast du halt das, was die Frau jetzt ja auch gefeedbackt hat, es kam mir vor, als hättest du das schon 100 Mal gemacht. Das fand sie etwas zu einseitig, schreibt sie. Außerdem fand ich, du hast dich einfach zu wenig für, jetzt muss ich runterscrollen, blablabla, genau, für mich interessiert oder nachgefragt.
Irgendwie konnte ich nichts wirklich erzählen. So, und da nochmal dieses Feedback, nochmal genau auf die Stelle hingewiesen. Ich hatte das Gefühl, du hast die ganze Zeit geredet und ich konnte nicht wirklich reden. Und an diesem Punkt solltest du niemals kommen. Was ich oft mache in Gesprächen mit Frauen ist, dass ich die Frauen ein bisschen was frage und dann kriege ich eine Antwort von denen und lasse ich mal eine längere Pause und gebe ihnen sozusagen die Möglichkeit, mich was zu fragen. Also ich versuche das immer in einem relativ gesunden Maß zu halten, aber gib der Frau da einfach mal Raum. Das habe ich meinem Coaching-Teilnehmer hier speziell auch gesagt. Du musst auf einem Date, denk nicht, dass du irgendwie irgendwas machen musst, dass du den Hampelmann für sie spielen musst, dass du sie beeindrucken musst, dass du XY sagen musst, bevor sie dich cool findet. Das sind alles falsche Herangehensweisen. Du darfst einfach in dem Moment du selbst sein. Wir haben schon über dieses Thema gesprochen. Die meisten Männer sind halt nicht sie selbst, weil sie sich nicht trauen, sie selbst zu sein, weil da viel Müll drüber liegt, der erst abtransportiert werden muss. Du darfst einfach komplett real sein, komplett authentisch und sortierst damit natürlich auch die Frauen aus und musst dich da nicht verstellen, musst da keine Show abziehen. Es müssen nicht erst Schritt 1 und Schritt X und Schritt Y gemacht werden, bevor dann die Frau mit dir vielleicht ins Bett geht. Absolut nicht notwendig. Dann schreibt sie, also noch ein Treffen wird nichts. Sorry, hätte ich gestern vielleicht sagen sollen, aber habe das also erst im Nachhinein gemerkt. Alles Gute für dich. Also wirklich cool von dieser Frau, jetzt sind wir am Ende der Nachricht, wirklich cool von dieser Frau, dass sie das so kommuniziert hat. Und das ist dann oft das, was passiert. Sie sagt, hey, ein weiteres Treffen kann ich mir nicht vorstellen. Viele Frauen machen das dann erst danach, weil sie es dir nicht so gerne live sagen wollen. Das ist so, Frauen können das nicht so gut. Sei es drum, es sei ihnen gegönnt. Und das ist, wie gesagt, ein klassischer Fall von, ja, ich traue mich irgendwie nicht, oder ein klassischer Fall von, ich versuche sie zu beeindrucken, statt mich auszudrücken. Also ich habe auch schon auf Dates die komischsten und behindertsten Sachen erzählt, weil ich sie einfach erzählen wollte. Nicht, weil ich vorher darüber nachgedacht habe, wirkt das jetzt cool, wirkt das jetzt uncool. Ich erzähle den Frauen auch, dass ich Flirtcoach bin und wie viele sexuelle Erfahrungen ich schon gemacht habe. Ich hatte gestern ein Date, ein ganz schönes Date, wo sie ein bisschen, ich sag mal, konservativer vielleicht unterwegs war als ich und ich ihr aber trotzdem erzählt habe, wie meine Vergangenheit so aussah, weil das ist einfach meine Vergangenheit und das ist auch in Ordnung. Und wenn man damit nicht umgehen kann, wenn die Person da vor mir nicht mit umgehen kann, dann ist das auch in Ordnung. Das ist deren gutes Recht, dann passen wir nur vielleicht einfach nicht zusammen. Deswegen hab den Mut, da auch Frauen auszusortieren und verstell dich nicht. Mach nicht einen auf Mr. Beeindrucken. Frauen kriegen das immer sofort mit, hier im Textbeispiel gesehen. Und hoffentlich geben sie dir ein Feedback, damit du es verändern kannst. Die meisten Frauen werden das nicht mal tun. Und dann läufst du halt die ganze Zeit blind rum und weißt nicht, was schief läuft. Aber genau das läuft schief. Geil, dass du dabei warst. Ich hoffe, dir hat das Video Spaß gemacht. Schreib es mir gerne in die Kommentare. Videovorschläge in die Kommentare. Ich freue mich immer drüber. Links neben mir kannst du den Channel abonnieren. Unter mir dich für eine der letzten Sommer-Coaching-Plätze bewerben, wenn du auch, genauso wie mein Coaching-Teilnehmer, jetzt von mir analysiert werden möchtest, wenn du aufs nächste Level mit Frauen kommen willst. Unten rechts kommst du zu einem Video, das du schauen solltest, wenn du das hier gesehen hast. Das knüpft nämlich direkt an die Thematik an und bringt dich nochmal weiter, was deinen Erfolg mit Frauen angeht. Schön, dass du dabei warst. Übermorgen sehen wir uns wieder. Bis dahin, ciao.